Bosch und Böhmermann wird Ihnen präsentiert von Glump, Alkoholcola. Hallo liebe Zuschauer, Sie erkennen es am tiefschwarzen Bildhintergrund. Wir senden heute live aus der Seele von Vera in Tveen. 5 skrupellose Medienprofis führen in den folgenden 60 Minuten 2 offensichtlich an der Grenze zur geistigen Behinderung befindliche Halbtrottel vor laufenden Kameras vor. Fremdschämen zum Abschalten, finanziert von ihren Rundfunkgebühren. Manege frei für Roche und Böhmermann. Und bei ZDF Kultur zu Roche und Böhmermann. Ein wunderschöner Tag, fantastische, bezaubernde Gäste. Ich stelle sie direkt vor. Die erste Dame am Tisch. Ich mache nicht den Fehler, wie viele Moderatoren vor mir, sie auf ihre inneren Werte zu reduzieren, denn sie hat auch wahnsinnig schöne Brüste. Hier ist Michaela Schäfer. Hi. Er ist lustig, er ist schlau. Ich bewundere seine Kunst sehr. Olli Schulz! Oh, schön. Dankeschön. Eigentlich ein Schlag ins Gesicht für die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland, dass der schlauste Mann, der bei denen über den Schirm flimmert, ein Luxemburger ist mit indischen Wurzeln, der schlauste Mann im deutschen Fernsehen, gleich nach Ingo Nomsen, hier ist Ranga Yogeshwar. Von Viva, MTV, wir sind mit ihm groß geworden. Er ist ein super Moderator, er schreibt super Bücher und er kann sehr, sehr gut tanzen. Markus Kafka. Ich weiß nicht, wie er tanzt. Ich weiß, dass er keine Brüste hat. Und ich weiß vor allen Dingen, dass er der momentan Einzige ist, der diese Sendung verklagt. Und zwar noch immer laufend. Sebastian Frankenberger, der Vorsitzende oder Chef der Initiative Pro Rauchfrei, ist auch hier. Hallo! Und wir zeigen direkt mal den Vorstellungsfilm von genau dem. Das langhaarige Beamtenkind. Sebastian Corbinian Frankenberger wird katholisch geboren und noch katholischer getauft. Nach der Erstkommunion natürlich Ministrant und macht sich auf seinem Gymnasium als Schülersprecher, in Niederbayern sogar als Bezirksschülersprecher beliebt. Danach engagiert sich Sebastian Corbinian Frankenberger, den ZDF-Kulturgranate Wolfgang Herles übrigens nie wieder einen wild gewordenen Jungfaschisten nennen darf, hochschulpolitisch, gründet die Regensburger Universitätsfachschaften und studiert ab 2003 Theologie mit dem Ziel, Pastoralreferent zu werden. Erst CSU-Mitglied, seit 2004 bei der ÖDP, seit 2008 im Passauer Stadtrat. Sebastian Corbinian Frankenberger findet Harry Potter gut, macht in historischen Kostümen Stadtführungen und ist Mitglied beim FC Bayern München. 2012 veröffentlicht Sebastian Corbinian Frankenberger, 29-jährig, das Buch Volk entscheide, Visionen eines christlichen Politrebells. Sebastian Corbinian Frankenbergers Spitzname lautet Frankie.
Als Speerspitze der Initiative Pro Rauchfrei beschwert sich der militante Nichtraucher vor einem Vierteljahr beim ZDF-Fernsehrat und beim Intendanten über Roche und Böhmermann und versucht mit juristischen Mitteln das Rauchen in dieser Sendung zu unterbinden. Willkommen in geschlossener Gesellschaft, Sebastian Corbinian Frankenberger. Es wird im Publikum gebuht, zum einen, weil es anscheinend viele Leute gibt, die das nicht mögen, was du machst, und zum anderen aber auch, weil ein Fehler direkt entdeckt wurde, auch von dir. Du bist gar nicht der Chef der Initiative Pro Rauchfrei, sondern sowas wie ihr Maskottchen, oder was bist du? Die waren einfach unsere Bündnispartner, als wir den Volksentscheid in Bayern durchgezogen haben. Aha! Habt ihr schlecht recherchiert? Wir haben gar nicht recherchiert. Dafür sind wir berühmt. Das ist unser Markenzeichen. Schlecht recherchieren und stottern. Ich finde es aber extrem cool, dass du hier bist. Wir haben uns total gefreut, dass du dich hier hintraust. Weil du musst ja erstmal davon ausgehen, dass alle dich hassen und wir dich alle fertig machen. Warum? Weil wir haben nur Ärger an der Backe wegen dir. Echt? Ja. Guck mal, wir haben mit der Bezirksregierung eine Menge Streit, mit dem Ordnungsamt der Stadt Köln. Und uns hat rechtzeitig vor Aufzeichnung der Sendung, nämlich am 15.08. einen Brief des Ordnungsamtes der Stadt Köln erreicht, wo wir amtlich bestätigt bekommen, dass sich bei unserer Sendung, ich gehe mal direkt hier, es spricht einiges dafür, schreibt Herr oder Frau Temski vom Ordnungsamt der Stadt Köln, es spricht einiges dafür, der Sendung den Schutz der Kunstfreiheit zuzusprechen. Vielen Dank. Also wir sind im Grunde genommen, wir können eigentlich alles machen. Wir können rauchen, wir können uns theoretisch auch Heroin in die Nase spritzen und dabei auf den Tisch scheißen. Aber ich würde, und es könnte niemand was dagegen sagen. Ich würde Kunst aber selber widersprechen und sagen, das ist doch keine Kunst, was wir machen. Habt ihr eigentlich ein Gewissen? Also ich, also nicht du? Also weil ja, eigentlich habt ihr, es hat doch immer noch öffentlich-rechtliches Fernsehen oder generell Fernsehen. Und Fernsehen hat doch einen Bildungsauftrag, Vorbildfunktion. Euer Zielgruppe ist 14 bis 29. Jan und ich sind ja selber wirklich, Nichtraucher. Ja, nicht nur Nichtraucher, gut. Wir sind militante Nichtraucher. Wir sind militante Nichtraucher. Also wir stehen dir näher, als du denkst. Ja, ich hasse es zum Beispiel, wenn Leute im Biergarten neben mir rauchen. Ich frage mich, warum ihr das nicht durchbekommen habt, dass ihr dann, wenn rauchfrei, auch wirklich alles rauchfrei. Und ich bin sogar dafür, dass in privaten Wohnungen verboten wird, zu rauchen. Ja. Nee, und wirklich ganz im Ernst, ich hasse das, wenn man im Flur, im Treppenhaus an einer Rauchwohnung vorbeigeht. Das finde ich schon ekelhaft. Ja gut, da bist du aber platt, ne? Nö, weil da gibt es ganz einfach dagegen zu kontern. Im Privaten könnt ihr immer noch machen, was ihr wollt, aber wenn andere Leute davon betroffen werden, dann bitte einfach Rücksicht. Unsere Zuschauer bei ZDF Kultur, ich behaupte mal, die meisten von denen haben mindestens einen Förderschulabschluss. Die werden doch jetzt nicht sagen, weil, keine Ahnung, das Bo sich eine Zigarette ansteckt. Verdammt nochmal, das Bo ist so cool, jetzt fange ich einfach auch an zu rauchen. Also du übernimmst jetzt gerade so genau die Argumentationsschiene der ganzen Tabaklobby. Nee, ich frage dich jetzt einfach mal, also ist das nicht, also glaubst du wirklich, dass das so funktioniert? Also ich glaube, wenn jeder so argumentieren wird wie du, dann, oder genau deswegen haben wir so Probleme in der Gesellschaft, weil wir eigentlich die Leute nicht mehr von was Positivem überzeugen, weil wir nicht mehr ihnen zeigen, wie geht's anders. Ja, aber das kannst du mit Rauchen machen, das kannst du aber genauso gut mit allem anderen auch machen. Genau. Du kannst ja auch sagen, ich möchte nicht, dass, keine Ahnung, katholische Gottesdienste im ZDF übertragen werden an Neujahr, weil ich finde, da werden Leute für dumm verkauft, weil es zum Beispiel sowas wie ich möchte nicht, dass Frauen, die schönheitsoperiert sind, Fernsehsendungen moderieren, weil ich nicht finde, dass das okay ist, dass man im Fernsehen als Frau nicht altern darf und sich deswegen operieren lassen muss, weil das ja auch ein schlechtes Vorbild genau, ist. Also was für eine Sicht auf die Leute steckt denn dahinter? Meinst du, dass die... Ganz einfach, dass beim Rauchen ja auch darum geht, dass wenn du jetzt eigentlich rauchen würdest, dann wäre ich betroffen. Ich, der eigentlich passiv daneben sitzt. Ja, ich und deswegen, das Rauchen, es ist erstens mal die Einstiegsdroge Nummer eins und es ist schwierig, davon wegzukommen. Olli, wir haben vorher kurz drüber gesprochen. Du hast selber gesagt, es ist wahnsinnig schwierig. Du hast selber aufgehört vom Rauchen. Ja. Wie lange her? 6 Wochen. Ich bin mega aggressiv. Trotzdem habe ich da auch eine sehr gespaltene Meinung. Ich finde natürlich auch, also dass Rauchen wirklich eine wahnsinnig krasse Sucht ist. Und ich wünschte, ich könnte so eine Zigarette mal abends rauchen. Das habe ich lange versucht, aber es war dann immer eine Schachtel. So. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, ich muss komplett aufhören mit Rauchen und schaffe es nicht. So, es gibt ja Leute, die rauchen so ab und zu mal und können damit umgehen. Ich glaube, Herr Yogeshwar kann das ganz gut. Sie wirken jedenfalls so. Sie rauchen ab und zu mal eine oder zwei. Ja. Aber ich rauche allerdings nicht im Fernsehen. Genau. Furchtbar. Ja. Aber warum?
Warum ich rauche? Warum? Weil ich blöd bin, ganz einfach. Nein, der Jan will wissen, warum nicht im Fernsehen. Ja. Ah ja, weil natürlich das Vorbild möglicherweise eine Rolle spielt. Aber ich sehe das gar nicht so, ich sag mal, dogmatisch, katholisch oder theologisch. Ich glaube einfach, ich war schockiert, vor 2 Jahren war ich in Indien. Und Indien ist die schönste Anarchie überhaupt. Also da darf man tun und lassen, was man will. Und dann wollte ich auf der Straße eine rauchen. Und das ist inzwischen in Indien verboten. Da darf man nicht mehr draußen rauchen. Also wir reden gar nicht mal von Gaststätten. Und das Schlimme ist, beängstigend, es wird befolgt. Und da kommen wir, finde ich, das ist dann für mich immer ein bisschen eng, wenn so die einen sagen, was gut für alle ist. Das ist dann bist du denn dagegen, dass zum Beispiel diese eine Zigarette im Theater auf der Bühne geraucht wird, wenn es für die Rolle erforderlich ist? Würdest du da sogar sagen, das ist gefährlich für das Publikum, das Theaterpublikum? Da geht's wieder um die Vorbildfunktion. Ja. Ja, aber wenn man jetzt beispielsweise, wenn man jetzt sagt, eine historische Figur war nun mal Raucher, willst du denn dann irgendwie, was willst du denn kaufen? Dieses denn? Theaterstück über den Marlboro-Man. Zum Beispiel, der war ja Raucher. Ja. Der hat geraucht. Also, und da muss ja dann geraucht werden, um klarzumachen, dass der Raucher in dem Theaterstück, wie schlimm Lungenkrebs man davon kriegt. Ach so. Ich oute mich gerade mal als der einzige Raucher hier am Tisch. Steck dir doch einfach mal eine an. Ich habe gar keine dabei. Würdest du dann gehen, Sebastian, wenn er sich eine jetzt ansteckt? Nee, ich würde ihn jetzt darum bitten, dass er doch auf mich Rücksicht nimmt. Und wenn er das nicht macht? Ja, ich würde auch Rücksicht darauf nehmen, aber mich muss man gar nicht darum bitten, weil ich generell gegen Bevormundungen bin. Ich bin nicht bescheuert. Ja, also, guck mal, die Zigarettenindustrie hat sofort reagiert. Ja. Ich werde aber trotzdem keine rauchen, weil ich mir denke, das ist die Zeitspanne von einem Inlandsflug und da rauche ich auch keine. Das schaffst und, du. Und tatsächlich ist es auch so, darf ich auch gar nicht mehr. Aber tatsächlich, ne, ich wäre auch von selbst drauf gekommen, dass es nicht cool ist, im Restaurant zu rauchen. Ich bin kurz davor, wieder eine anzuzünden nach 6 Wochen. Weil die nicht so anlachen, ne? Ja, aber weil wir auch die ganze Zeit darüber reden. Sendung schon so bleib mega standhaft, Olli, bleib standhaft. Rauchst du, Michaela, eigentlich? Nein, aber ich bekomme gerade richtig Lust, mal eine zu probieren. Es ist schlimm, wenn jemand so viel darüber redet, dann will ich immer Dinge ausprobieren. Andere Frage, wo bleibt der Whisky? Mir wurde Whisky versprochen. Ja, hier, der Whisky bitte. Das ist hier drin. Das ist hier drin, also wir haben Whisky. Oh, nee, die kriegen hier immer die feinsten Whiskys, die Gäste. Und heute gibt es hier so eine Gammelbrause oder was? Ja, echt, was soll denn das hier? Ey, ich habe mich so gefreut. Ja, das ist Alkohol-Cola. Das ist Alkohol-Cola, das ist ein neues Produkt und das ist quasi vereint die Vorteile von Cola. Und was war denn das für ein Zeichen hier gerade eben? Nö, nix. Ist nur ein Zeichen für die Postproduktion. Alles klar. Das schneiden wir raus. Es haben sich einige schlaue Wissenschaftler überlegt, wie kann man Cola verbessern und da ist man schnell drauf gekommen, einfach Alkohol dazu tun, weil es hat die Vorteile. Oder wie kann man Alkohol verbessern? Weil Alkohol hat den einen Nachteil, Alkohol macht sehr müde. Wenn man aber Alkohol und Cola. Du bist genial. Wer ist auf so eine Idee gekommen? Dann gibt es Alkohol-Cola und das ist quasi dieses neue Produkt und das ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, das mal einfach in die Kamera auch zu halten und zu zeigen, dass es jetzt auf dem Markt ist. Gibt es das beim ZDF jetzt? Ist das ein ZDF-Produkt? Die Dose kostet 7 €. Kann man nichts zu sagen. Aber auch, weil man Lifestyle mitkauft. Kann man auch im Supermarkt kaufen. Und ich bin jetzt wieder die Spaßbremse, die sagt, warum verführen wir jetzt Jugendliche, Alkohol auf süße Art runterzuschlucken? Wieso verführt man Alkoholiker zu Cola trinken? So muss man das sehen. Die sind ja dann viel länger wach und können dann noch mehr Alkohol trinken. Und es ist gut, also das ist natürlich schlecht für die Jugend, aber es ist auch gut für Alkoholiker, weil die ein bisschen wegkommen von dem harten Stoff. Und es ist gut für eure Produktion, weil ihr Geld bekommt, oder? Geld würde ich jetzt nicht sagen, aber... Kann ich ganz kurz mal unterbrechen? Ich habe auch was mitgebracht für jeden, eine Gurke. Und zwar eine Spreewaldgurke, damit wir ein bisschen knabbern können. Und zwar aus dem Spreewald. Ach, vielen Dank. Ist da jetzt immer eine Gurke drin? Das ist eine große Gurke. Das ist... Der Spreewald muss unterstützt werden in Brandenburg. Das sind ganz einfache Leute, die diese Gurken herstellen. Und die, hier, Michaela, auch für dich eine Gurke zum Lutschen. Und für dich auch. Nein, das war ein flacher. Hör auf jetzt! Aber Olli, ich finde es gut. Also ich finde es sowas viel sinnvoller, die Leute zu was Gesunden zu ernähren, auch wenn es natürlich nicht ganz so nachhaltig ist. Aber ich meine, Sebastian, indirekt mit dem Verzehr dieser Gurke unterstützt du quasi weite Teile der NPD, oder? Nein. Ist das nicht so? Oh, kannst du mir irgendeine intelligente Frage stellen oder wollen die Gurke beißen? Warte mal, also ich will dir mal deinen Einspielfilm zeigen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass dich irgendjemand von unseren Zuschauern nicht kennt, aber das hier ist Olli Schulz. Bereits mit 14 Jahren stand der 1974 geborene Oliver Mark Schulz mit der irisch-deutschen Folkband The Olly Family in den Fußgängerzonen Norddeutschlands.
Das glockenhelle Falsett des langhaarigen Einzelkindes wurde mit seinem Hit »Sometimes I wish I were an angel« weit über die Grenzen Hamburg-Stellingens hinaus bekannt. Naja, oder so ähnlich. Seither jedenfalls verdient die gelernte Stagehand und hobbymäßige Radiomoderatorin Olli Schulz sein bescheidenes Einkommen als Sänger-Songwriter auf dem GEMA und GVL-. Ab und zu bekommt der in Berlin lebende Vater einer Tochter auch noch 400 Euro dafür, sich von den beiden Giro-Heroes Joko und Klaas in der coolen Pro7-Show Neo Paradise vor laufenden Kameras zum Schulzkowski machen zu lassen. Nicht passieren, mit anderen Worten, fick dich selber, ich fang noch von vorne an. Ja, zurück zu Olli Schulz. Der exzentrische Agent-Improvisateur ist Mitteleuropas verlässlichster Punchline-Produzent, sieht ein bisschen aus wie eine Lesbe im Klimakterium und ist, angesichts einer offiziellen Biografie, die ausschließlich aus Fun-Facts zu bestehen scheint, vermutlich insgeheim deeper als die Polizei erlaubt. Manegefrei für einen der besten deutschen Poptexter und Songschreiber der Gegenwart, Olli Schulz. Applaus auf deiner Seite. Ja. Man hat einen ganz unangenehmen Nachgeschmack im Mund, wenn man die Gurke isst und dann das Zeug dazu trinkt. Oh nein, ich habe mir extra keine Gurke. Ich habe eine Gurke zu wenig. Ich habe die gerade weggebracht. Du kannst meine haben. Ich mag das nicht so gerne. Nimmst du das persönlich? Du hast doch was gegen Gurken oder was? Ja. Ey, du bist so ein echt... Was findest du denn eigentlich geil, Sebastian? Nein, was findest du geil? Was ich geil finde? Ja. Wenn man... Gott zum Beispiel. Ja, du findest zum Beispiel, selber, genau. Du findest zum Beispiel Gott und die katholische Kirche. Und wenn man sich bewusst ist, wer ist man eigentlich, was will man im Leben, was bedeutet Glück, was sind die Grenzen des anderen, das finde ich richtig gut. Aber guck mal, Sebastian, das ist eigentlich ein schöner Ansatz. Du bist ein katholischer Typ, du bist sehr katholisch und auch sehr engagiert. Das ist ja auch eine Sache, die man respektieren kann. Aber findest du nicht, dass die katholische Kirche ähnlich, evangelisch übrigens auch, aber ähnlich in das Leben von Leuten eingreift und ihnen ähnlich schadet, wie, sagen wir mal so, der gemeine Raucher, auf einer ganz anderen, perfideren Art und Weise. Also die machen ja Leben ganz anders kaputt. Also das stimmt, dass die katholische Kirche viele Probleme hat und ich würde es ja immer wieder sagen, dass mein Bischof, heute, wenn Jesus heute leben würde, würde er ihn als Pharisäer bezeichnen und aus der Kirche rausschmeißen, weil diese Gesetzestreue, nicht mehr am Menschen dran zu sein, das ist schrecklich. Die Menschen versuchen, nur an Machtstrukturen festzuhalten und überhaupt nicht mehr zu überlegen, was heißt eigentlich, was Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat, immer wieder die Liebe und Gnade Gottes. Nein, aber meine Kritik hast du ja gar nicht angenommen. Also, dass die katholische Kirche eigentlich auch was wäre, wogegen du dich genauso wehren könntest, mit dem gleichen Recht, aber du tust es nicht. Warum? Doch, warum? Ich mach's doch innerkirchlich. Ich habe doch gerade meinen Bischof wieder angegriffen. Ja, aber du kannst ja zum Beispiel auch... Womit einfach, denn? Also wie denn? Wie hast du ihn angegriffen? Hast du ihn auch verklagt? Nee. Wegen was? Aber ich sage ihm immer wieder die Meinung. Aber warum verklagst du ihn denn nicht? Also, oder warum lässt du nicht mal in die... Warum klagst du zum Beispiel nicht mal bei Rechnungshöfen darauf, dass du mal das Rechnungshöfe mal Kirchenbücher angucken können? Mal gucken, wie die so die Finanzen verteilen innerhalb ihrer Gemeinschaft, die sie von uns Steuerzahlern bekommen. Das wäre doch mal interessant, oder? Oder wie die mit geschiedenen Kindergärtnerinnen umgehen, die in das christlichen ist eine Kindergärten definitiv, arbeiten. Definitiv, ja, genau. Können wir mal über Findest mich reden? Findest du wirklich, ja, oder klar? Ist das jetzt ironisch? Aber lass uns über Olli reden. Ja. Olli, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich bin 1973 geboren, nicht 74. Das wollte ich nur kurz sagen, Anspieler. Ich habe da kleine Fehler eingebaut, damit du mich im Nachhinein darauf hinweisen kannst. Und ich wurde da sehr oft so als weibliche Person dargestellt. Das hast du extra gemacht. Dabei weißt du, dass ich stärker bin als du. Ja, das stimmt. Das war tatsächlich ein Versehen. Und wir wollten dich einfach ein bisschen aus der Reserve locken. Hat ja gut geklappt. Nee, ich bin sowieso ich habe mich heute nicht vorbereitet auf diese Sendung. Normalerweise, wenn ich in Talksendung gehe, habe ich immer so einen Katalog an Stories, die ich so raushaue. Aber ich habe ja schon zu Charlotte gesagt, ihr seid es mir wert, dass ich heute einfach mal als Mensch Olli Schulz hier auftrete und einfach mal mich ganz so nackt von meiner normalen Seite zeige. Ich bin total leer. Ich habe gestern schon getrunken. Jetzt gestern Abend? Gestern für Abend. Die Sendung heute? Nee. Ich habe 7 White Russian getrunken mit einem Freund von mir. Haben wir uns richtig einen reingepiekt. Und ich wollte, und er hat die ganze Zeit dabei geraucht und ich mache gerade so einen Selbstversuch. Ich will, dass ganz viele Leute in meiner Umgebung rauchen, damit ich mich so ein bisschen quäle. So Selbstkasteiung, das kennst du bestimmt auch. So. Und das ist so eine Sache, ich will mich so ein bisschen... Ich war so ein böser Junge und so. Und ich glaube, ich muss auch noch sagen, ich muss jetzt auch noch mal drauf kurz zurückkommen. Ne? Ich denke, du willst über dich reden, ja, nicht genau. Über ihn. Aber genau, der Unterschied zwischen uns beiden ist nämlich der, dass ich glaube, man muss auch ab und zu in dem anderen Menschen Fehlern einfach zugestehen, dass alle Menschen nicht perfekt sind. Genau, ich glaube, das ist jemand, es doch. Der so dogmatisch denkt und immer sagt, das ist richtig, richtig, der hat richtig Dreck am Stecken, denke ich, in den meisten Fällen. Ist und das? Der macht immer was ist denn dein Laster? Was ist dein Laster eigentlich? Ich,
glaube nicht jemand, wenn jemand gar nichts tut, ne? Da glaube ich immer nicht dran. Ich glaube, tief im Inneren ist da irgendwas falsch gelaufen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber Olli, genau das ist ja der jesuanische Weg. Genau das ist es. Mit wem ist Jesus als erstes am Tisch gesessen? Das waren die Zöllner, das waren die Prostituierten, also die Fehler gemacht haben. Alter, die Geschichte ist so alt, weißt du? Und mal ganz ehrlich, die Story ist einfach so mega alt. Ich kann jetzt einfach nicht 1000 Jahre rückblicken. Dafür ist mir mein kurzes Leben zu kostbar. Ich versuche in meiner Lebenszeit, die ich habe, ein guter Mensch zu sein und auch zu akzeptieren, wenn andere Scheiße bauen. Das einfach wollte ich doch dir gerade sagen, ja? Anhand dieses Beispiels. Hör doch mal zu. Aber warum mit so alten Geschichten? Ich höre die ganze Zeit zu. Ich höre immer zu. Ich bin ein aufmerksamer Beobachter des Geschehens. Ganz kurz, Olli kriegt zur Belohnung Whisky. Können wir Olli Whisky bringen, bitte? Ja, einen richtigen. Ein Highland Park Single Malt, 12 Jahre alt. Also weitaus. Ah. Wolltest du nicht auch noch was anderes trinken? Willst du nicht lieber noch? Wasser ist wunderbar, Wasser reicht. Michaela, wie ist die Stimmung bei dir? Du sitzt am Kopf, du guckst ein bisschen gequält. Ja, nee, ich finde es total interessant. Also wusstest du, in was für eine Sendung du kommst, bevor du hier hingekommen bist? Also, nein, aber ich habe mich informiert. Ja, und weißt du eigentlich, dass die dümmste Frau am Tisch Charlotte ist, weil sie die einzige ohne Abitur ist heute? Ich habe auch kein Abitur. Was? Nein, ich habe kein Abitur. Wer hat überhaupt Abitur? Jan hat die Wette verloren. Aber Ist das jetzt hier Mobbing vom Team, weil die mich einfach mit die briefen dich falsch. Und dich nicht, oder was? Nee. Diese dummen die Schweine. Die Recherche am Anfang, ja. Also ich komme mir vor wie Lanz oder Kerner in seinen letzten Tagen. weißt du, wie Kerner am Schluss, weißt du, wo gar nichts mehr klappte. Oh Gott. Sorry, ich wollte dich nicht beleidigen, als ich dir gesagt unterstellte, dass du ein Abitur hast. Ja. Du hast kein Abitur. Ich habe kein Abi, nee. Aber du hast eine Ausbildung. Du bist richtig was Gelerntes, ne? Ich habe sogar was gelernt, ja. Warum hast du das nicht einfach weitergemacht und zeigst jetzt stattdessen immer deine Brüste in die Kamera? Du, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich habe in der Apotheke gelernt, ja. Pharmazeutische Assistenten. Und habe einfach irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock, einen weißen Kittel jeden Tag zu tragen. Habe gemerkt, irgendwie will was raus aus mir. Das waren dann die Brüste. Genau. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das einfach auch alles rauszulassen, ne? Kriegt man da viel Geld für, wenn man die Brüste zeigt? Ganz ehrlich, kann man da gut von leben? Ja. Wie funktioniert das Geschäftsmodell allgemein? Ja. Also ist das so, dass du quasi für Fernsehauftritte, so wie heute oder beim Dschungelcamp zum Beispiel, wo wir dich zuletzt gesehen haben, Geld bekommst? Oder ist dahinter noch eine etwas größere Geschichte, dass es quasi das nur so die Werbeauftritte sind, dafür, dass du, keine Ahnung, eine Website hast oder sowas, wo Leute dann mehr Sachen von dir sehen können? Also ich bekomme natürlich schon Geld, ich muss ja auch von irgendwas leben. Klar, also hast du denn im Dschungelcamp zum Beispiel hoffentlich mehr Geld bekommen als die anderen alle, weil du hast ja viel mehr Gas gegeben als die anderen. Ich weiß nicht, wie viel die anderen bekommen haben. Keine Ihr redet Ahnung. Doch darüber. Nein, darüber haben wir nicht geredet. Wirklich nicht? Nein, wirklich so nicht. Zwischen Parasiten über Honorare zu reden? Ich glaube, jeder hatte Angst, dass man weniger bekommt als der andere. Ich glaube, deshalb hat man nicht drüber geredet. Ich hab dich im Dschungelcamp gesehen und immer gedacht, wieso macht ihr das? Das kann doch gar nicht klappen. Und dann bin ich auf deine Website gegangen, wie das wahrscheinlich viele Männer gemacht haben. Und dann habe ich verstanden, so funktioniert das, weil da kann man doch so kleine Filme angucken für Geld. Also man bezahlt mit seiner Kreditkarte, um so ein Making-of von einem Fotoshooting zu sehen. Ganz kurz, so. Genau. Liebe ZDF-Kulturzuschauer, um ihr Masturbationsvergnügen völlig komplett zu machen, ein bisschen Inhalt dazu zu liefern, verraten wir Ihnen jetzt, um wen es hier eigentlich geht. Das ist Michaela Schäfer. Antörnend wie eine Kiste Leergut und sexy wie eine Rolle Staniolpapier präsentiert sich die unter anderem mit den funkelnden Titeln Miss Maxim, Miss Ostdeutschland und Miss Venus ausgezeichnete, gelernte pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte Michaela Schäfer im Dschungelcamp 2012. Die schönheitsoperierte pathologische Nymphomanin geizt im Rahmen der RTL-Kracher-Show nicht gerade mit nackter Haut, Sexanspielungen und vermeintlichen Bumsfantasien. Doch dem kundigen Zuschauer deuchte bald, dass sich hinter der Fickfassade der nebenberuflichen DJin Michaela Schäfer eher dünnes, erotisches Halbwissen verbirgt. Ist das unter Blankzieh-Tourette mehr oder weniger leidende Busenmonster Schäfer gar heimlich prüde, schüchtern und zerbrechlich? Versteckt die Ex-Gymnasiastin ihren fragilen Geist nur hinter einem bindfadendünnen Stringtanga? Warum tut uns die 29-jährige gebürtige Leipzigerin diesen ganzen Ausziehquatsch an? Und vor allem, warum tut sie sich das an? Ist Michaela Schäfer eine clevere Geschäftsfrau oder ein fremdbestimmtes Opfer? Bitte, Busenwunder Michaela Schäfer. Man sieht die Brust vor lauter Titten nicht mehr. Bitte machen Sie, dass ich nicht das über Sie denke, was ich über Sie denke, ja?
Schön, dass du da bist. Und ich verrate dir direkt, dass du mit Charlotte einen deiner absolut größten Fans hast. Es ist so. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Seit Dschungelcamp liebe ich dich über alles. Oh, das ist lieb. Danke. Ja, bitte. Und sag mal, hat sich das denn finanziell gelohnt mit der Website, was wir gerade... Was hast du gesagt? Küsst euch doch mal. Komm. Bitte, warum nicht? Oder so eine Gurke vielleicht, dass ihr so eine Gurke von beiden Seiten anfangt zu essen und euch in der Mitte trefft. Ja, dann muss man ja die ganze Gurke essen. Halt die Fresse hier. Kannst du einfach, musst du nicht essen, kannst du einfach auch nur schlucken. Ich bin die Mitte. Die heimlichen Fantasien der Männer. Ja, genau, das sind wie so keine heimlichen, öffentlichen Fantasien. Küsst euch doch mal. Hat sich das denn für deine Website gelohnt, dieses da mit dem nackten Popo am Feuer rumstehen im Dschungelcamp? Ich verdiene kaum Geld mit diesem Film. Also das ist wirklich nur so ein Gimmick für meine Fans. Mhm. Ich verdiene wirklich Geld mit DJen auf. Auftritten, Werbeverträgen und so weiter. Okay. Ja. Ich habe eine andere Frage. Das ist jetzt eher so eine Beauty-Frage an dich. Mich interessiert das total. Du läufst ja, ich habe dich ganz oft auf roten Teppichen gesehen mit so super wenig an. Ne? Mhm. So schwarze Tesastreifen als Kleid eigentlich. Und dann fliegt der Rock hoch und dann sieht man dich eigentlich nur in so einer Tanga-Hose. Genau, in so einem String. Wie machst du das, dass du auf der Sitzfläche von deinem Po keine Pickel hast? Aha, also, das frage ich mich aber auch. Warum sollte man Pickel Ich habe andauernd Pickel auf der Sitzfläche vom Po. Warum das denn? Ja, wo diese raue Haut ist, wo man manchmal so hat man so ein reinwachsendes Haar. Hast du das nicht? Oder so Rasurbrandpickel oder so? Also nicht am Po, ich rasiere mich ja nicht am Po. Nee, aber in der Ritze zum Beispiel. Nee, das sind ernst gemeinte Fragen, mich interessiert das. Kann man das nicht mal wissenschaftlich, Herr Jogisch, war? Sie sind doch ein Mann, der Wissenschaft. Ja. Ich glaube, wir sollten jetzt anfangen, eine Versuchsreihe durchzuführen. Ja. Es gibt dann irgendwann die Publikation über Transpiration an der Ritze bei bestimmten Sendungen. Also, man die Ritze vorne oder hinten? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich rede jetzt von der hinteren Ritze, wenn man auf dem Stuhl sitzt. Hat die auch du doch ja, auch, genau. oder? Ja, ich wollte nochmal sicher gehen. Ausdruck, die Ritze, wissen Sie den zufällig, wie das heißt? Anus, sagt nur der Anus. Lateiner. Anus. Der Arsch, Anus. Der Anus. Also, wenn wir die Ritze hat aber keinen, ist nicht... Ist die Ritze nicht ein Gedicht von Rilke? Sein Blick ist trüb geworden, oder? Vorsicht, da muss man in Köln mit aufpassen mit solchen Raubkatzengeschichten. Ja, aber da kann ich dir echt auch nicht weiterhelfen. Also ich habe so eine Probleme gar Hast du nicht. Denn vielleicht zum Beispiel einfach alle Haare weggelasert und deswegen musst du dich... Ja, wenn die Haare nachwachsen, also dann juckt das doch. Tipp dann pickelt geben. Das doch so ich kann dir einen Ja, Tipp aber doch geben nicht am als, Po. Doch, ich kann dir einen Tipp geben. Als Vater von vier Haare Kindern... Sind die auch rasiert, ihre Kinder? Bepanthen-Creme. Also als die Kinder gewickelt habe, danach immer so ein bisschen Calendula aber oder Bepanthen. Aber wieso rasierst du deine Kinder? Nein, gewickelt. Gewickelt, nicht rasiert. Ich rasiere doch keine Kinder. Muss man auch außerdem gar nicht. Aber es gibt tolle Cremes. Ich weiß nicht, wie das dann mit Stringtangas und Veranstaltungen und roten Teppich, aber das ist nicht meine Domäne. Gut. Sie sind, Herr Jogisch, ich sieze Sie mal, weil Sie der Älteste in der Runde sind. Blöd, ne? Glaube ich. Sie sind, das ist mir eben aufgefallen, nie geschminkt im Fernsehen. Haben Sie eben verraten. Das finde ich eigentlich eine Frechheit für jemanden, der gar nicht ungeschminkt auf die Straße gehen kann wie mich. Warum verweigern Sie sich der maskenbildnerischen Tätigkeit an Ihrem Gesicht? Also ich habe so viele Kolleginnen vor allem gesehen, die regelmäßig vor einer Fernsehkamera stehen, geschminkt werden. Und ich hatte einmal den Fall, wo ich mit einer Kollegin morgens zum Frühstück verabredet war. Ich bin dreimal am Tisch vorbeigegangen, weil man sie nicht erkannt hat. Ja. Man kriegt auch Pickel davon und deswegen vielleicht, Charlotte, einfach solltest du deinen Anus nicht mehr pudern. Ja. Das ist auch eine Sucht. Also das ist so wie Zigaretten rauchen. Also irgendwann schminkt man die, dann kriegt man Pickel, dann braucht man noch mehr Schminke, dann werden die Fernsehkameras besser. Das finde ich das Tolle an dieser Sendung, dass diese Fernsehkameras so aussehen, als seien sie groß, aber gar nicht so groß sind. Der Jan hat gerade in der Maske zu mir gesagt, der Ranga Yogisch war viel älter als ich. Und sieht aber jünger aus, ohne Schminke, als du. Ja. Das stimmt. Und jetzt ist die Frage, wie alt ist Charlotte? Charlotte ist 14. In dem Körper einer 34-Jährigen. Genau. Ganz, ganz kurz, weil Sie eben kurz ein paar Sachen übers Rauchen erzählt haben, wie ist denn Ihre persönliche Meinung im Freundeskreis als Ex-Raucher? Wie halten Sie das, wenn bei Ihnen in der Gesellschaft geraucht wird, in der Stube, zu Hause? Darf Tolerant. Also wir rauchen draußen, da viele Kinder im Haus sind und da es natürlich auf Dauer stinkt. Das finde ich auch blöd. Aber für den Rest, ich bin eher einer, der sagt Toleranz.
Auf der anderen Seite, da bin ich eher bei ihm, ist es so, dass wir so viel Lobby in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten hatten von der Tabakindustrie, von der Autoindustrie, die uns permanent sozusagen das Gehirn gewaschen haben. Da muss man auch Leute haben, die was dagegen tun. Aber für mich ist der Weg immer noch Toleranz. Und wenn man zurückblickt, es gehört ein bisschen Sünde zur Kultur. Ich meine, ich sitze hier, wo ich hier sitze, da merkt man das doch. Ja? Also das ist... Oh. Ich hatte immer den Eindruck, Michaela, wo wir gerade beim Thema Sünde sind, ne? Ja. Dass das eigentlich im Dschungelcamp, ich glaube, du bist gar keine geborene Sexdarstellerin. Du bist eigentlich sowas wie jemand, der sehr professionell und eigentlich total kühl mit umgeht, mit der eigenen Nacktheit. Ja, also musst du das denn machen? Gibt es nicht noch was anderes im Showgeschäft, wo man sein Geld mit verdienen kann? Doch, es gibt ganz viel, ne? Moderation, Schauspielerei, aber ich kann das ja alles nicht. Deswegen dachte ich mir, ich zeige einfach die Möpse. Ehrlich. War dir denn klar, wie unvorteilhaft das aussah, immer in dieser roten Fleecejacke ohne Ärmel? Weil dein Po guckte ja da immer raus, weil du hast ja immer nur eine Tangerhose an, aber flache Schuhe. Und es sieht ja halt nicht geil aus. Das, naja, also es gab Momente, wo ich das schon ganz geil fand. Ja? Also, ehrlich, ja. Ich muss also, das angeschaut? Sah mein Arsch Dschungel nicht so geil aus? Ja, doch, geht. Also die Brüste waren okay, aber ich fand den Po war... Ich meine, wenn wir jetzt eh körperlich... Also da gibt es Optimierungspotenzial. Ja, aber vielleicht hast du ja auch keinen Sport gemacht da jetzt. Nee, da habe ich keinen Sport gemacht. Nee, ne? Und das hat man auch gesehen. Oh, weil Scheiße. Nachher ist der Arsch viel geiler geworden. Ja, der Arsch hat sich verändert. Ja, aber gut, dass du sagst. Dann werde ich mir den mal genauer angucken. Nein, jetzt ist der ja nicht mehr schlecht. Der war ja nur da ein bisschen. Hast du den jetzt gesehen, den Po gerade? Oder woher weißt du, dass er jetzt so geil ist? Ich habe danach dann ganz viele Fotos angeguckt. Und wenn die auf dem roten Teppich ist und so. Ich gucke mir jeden Millimeter Charlotte, von ihrem Körper an. Würdest du ins Dschungelcamp gehen? Würdest du da hingehen? Nee, niemals. Du Warum? Hast auch abgesagt, oder? Warum das denn? Haben die dich gefragt, Markus? Mhm. Warum haben sie dich gefragt? Also, das ist eine höfliche Frage. Ich meine, du wirkst nicht wie ein Dschungelcamp-Kandidat, meiner Meinung nach. Ich glaube, die haben da so einen ganz großen Streuwert. Also werden halt, glaube ich, hier ist ja 2000 Leute gefragt. Was haben die dir angeboten, kohlemäßig? Keine Ahnung, da wurde überhaupt gar nicht nachgefragt. Ich glaube, dass das solche zynischen Schweine sind, die machen sich einen Spaß daraus, Leute fertig zu machen durch die Anfrage alleine schon. Ja. Dass man denkt, oh, ja. Bei Wurdest mir ist alles vorbei. Wurdest du schon mal gefragt? Wurdest du gefragt? Nein. Ich auch nicht. Was war die dreckigste Anfrage, die du mal bekommen hast für irgendeinen so Kram? Die Venusmesse auf das Plakat. Was? Ja, wer hast du, ich meine, du das hast ja du gemacht? Draußen, das hast du gemacht? Ja, ja. Ich habe das gemacht, das ist ja klar. Aber kannst du dir vorstellen, wie ich da liege? Ja, ja. Also ich wollte es als Scherz machen und mein Mann hat es verboten. Ja, aber guck mal, wie kann man denn mich fragen, ob ich nackt auf das Venus... Du schreibst, hast Sexbücher geschrieben. Ist es der Beleg, dass die Leute... Du bist die große deutsche Sexliteratin. Ja, aber du hast mich ja noch nie nackt gesehen. Weißt du, wie bescheuert das aussieht, wenn ich... Ich habe es aber gehört von vielen Leuten, wie das aussieht. Nein, habe ich nicht. Vielleicht, weil man einfach mal zeigen wollte, dass natürliche Schönheit doch die schönste ist. Aber wenn das Foto, das muss ich ganz normal sagen, ich habe ja dafür Bela B., also so ein Kompliment gerade, aber Bela B., diese Single, die ihr gemacht habt, da wart ihr beide nackt drauf. Wenn das wirklich dein Arsch war und der nicht retuschiert war, dann hast du einen Mörder-Arsch, Charlotte, ganz ehrlich. Vielen das, Dank. Aber mein Arsch ist mein Kapital. Das ist so. Er ist nur leider voll mit Pickeln, mit ganz vielen. Aber eben hast du noch gesagt, mit Pickeln, da war nicht ein Pickel drauf. Ich habe mit der Lupe geguckt. Ich habe das da ja auch nicht, zum Beispiel, da wusste ich ja, dass man fotografiert wird für das Cover von der Bela B. Und dass du die Pickel weglesen lassen. Pickel am Arsch, du hast ja keine Probleme damit. Ja. Aber unsere Zuschauer haben Probleme damit. Viele ZDF-Kultur. Ja. Nicht nur Pickel einfach, am Arsch. Also immer so einen Rock tragen. Damit da viel Luft drankommt und keine Jeans. Weil wenn man immer so schwitzt... Das Schwitzen so, dann ist das Problem. Das ist das, oder? Ja. Da kennst du dich doch auch mit aus. Genau. Der Mann, der sich mit eigentlich fast allem auskennt, was irgendwie nur im Ansatz aussieht wie Wissenschaft, aber auch darüber hinaus, heißt Ranga Yogeshwar. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Charlotte bis fast ganz kurz vor der Sendung ihn mit Cherno Yobatai verwechselt hat. Das tut mir total leid, das jetzt zu sagen, aber es stimmt wirklich. Es stimmt wirklich. Damit das nicht Ihnen passiert, liebe Zuschauer. Cherno Yobatai Interview vorbereitet. Auch. Damit Ihnen das nicht passiert, gibt es hier den Einspielfilm von Ranga Yogeshwar. Erstmal und dann geht's weiter. In der Zeit, in der ich jetzt versuchen werde, Ranga Yogeshwar zu erklären, könnte Ranga Yogeshwar ein Atomkraftwerk, Quantenphysik und die Schwerkraft erklären. Und am Ende blieben weniger Fragen offen als am Ende dieses Einspielers. Verdammt nochmal,
Der gebürtige Luxemburger Halbinder Yogeshwar ist eben der Musterschüler aus der ersten Reihe. Er weiß einfach alles und kann es auch noch erklären. Darum war der 53-jährige Wissenschaftsjournalist und Nachfolger des inzwischen reichlich altersschmuddeligen Hobbitek-Schnurrbarts Jean Pütz über 20 Jahre der Mann für die Fachbereiche Bio, Chemie und Physik im WDR. Eigentlich wollte er immer Maler werden. Jetzt ist er eben freiberuflicher Fernsehstar und Deutschlands profiliertester Wissenschaftsmoderator, quasi die fleischgewordene ARD-Kernkompetenz, der sympathischste Bildungsauftrag der Gebührenfinanzierten. Privat ist er Enkel des indischen Bibliothekwissenschaftlers und Erfinders der Kolon-Klassifikation Shiyali Ramramrita Ranganathan, übrigens auch Vater von 4 Kindern, Herrchen von 3 Katzen, einem Hund und Besitzer eines Zwillingsbruders namens Pierre, ein promovierter Physiker. Ranga Yogeshwar, das Genie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu Gast im intellektuellen Rinnstein der Digitalsparte. Herzlich willkommen, feiner Herr Alleswisser bei den Lümmeln von der letzten Bank. Also das erste Geheimnis, Charlotte hat Sie für Czerny Jobatai gehalten, und das zweite Geheimnis, Sie sind nur gekommen, weil Ihnen die Sendung ästhetisch gefällt, aber inhaltlich finden Sie das total scheiße hier. Inhaltlich habe ich mich überhaupt nicht damit befasst, aber was ich toll fand, war so dieser Look. Also das sieht so aus wie in einem Kubrick-Film, diese Mikrofone, das hat so ein bisschen was von so NATO-Gipfel oder irgendwie, ne? Wir retten die Welt. Wir können auch Atomraketen mit. Ja, irgendwie, da vorne ist... Weg ist der Iran. Ja. Zack, ist so. Hast du auch dumme Freunde? Ja. Hast du die weniger lieb als die Schlauen? Ja, ich habe, also das, ich glaube sogar, dass es sehr, sehr nette Menschen gibt, die nicht unbedingt unglaublich intelligent sind. Es gibt Menschen, ich kenne wirklich solche, die, nein, die sind total nett. Ich glaube, das ist so eine Arroganz der Intelligenz, her zu sagen, boah. Es gibt Menschen, die manchmal vielleicht nicht studiert und nicht, was weiß ich, haben, aber die trotzdem richtig nett würdest sind. Würdest du dir manchmal wünschen, dass du dümmer wärst? Ja. Bist du, weil du dann glücklicher wärst? Dann hätte ich bei dieser Sendung mehr vorher verstanden, aber... Wie meinst du das? Ist das jetzt Jan? Ich weiß nicht. Also soll ich wir dem in die Fresse hauen? Wir sind, wir sind zu dumm, um zu verstehen, dass es eine Beleidigung war, glaube ich. Ja, genau. Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Gut, aber du hast Czerny Jobatai hier sitzen. Was hättest du ihn gefragt? Ich habe einfach die ganze Zeit vor so einem leeren Blatt gesessen und gedacht, scheiße, was frage ich den? Okay, ja. Was weiß ich, der Warum hat große bist Füße. Du jetzt ich frage den, woher also hast du die großen Füße? Okay. Dann frage ich, ob es mit der Legasthenie besser geworden ist. Hatte ich nicht. Und war, der hat doch irgendjemanden verklagt. Also Götz Westermann und Christine Alsmann. Ja, dazu hätte ich was gefragt. Mehr fiel mir dann auch nicht ein. Weil die in seiner Gegenwart geraucht haben, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja. Nee, weil die ihn, glaube ich, damit konfrontiert haben, dass er nicht so richtig gut schreiben kann. Legastheniker. Also, Legastheniker. Das ist aber schon eine uralte Geschichte. Uralter Hut. Fast so alt wie die Jesus-Geschichte. Ja. Also, aber der arbeitet doch im Fernsehen. Ja. Da ist das doch unwichtig, oder? Eigentlich ist im Fernsehen Lesen nicht wichtig. Auch Sprechen ist nicht wichtig, ja, wie man in unserer Sendung mitbekommt. Aber der Jan hat mir das ja kurz vor der Sendung, ist das ja dann aufgefallen, dass ich das falsch dann gemacht habe. Und dann gesagt, bin ich in dieses Internet reingegangen, wo der Jan immer drin ist. Okay. Cyberspace. Und hab dann noch ein paar Infos gelesen. Stimmt das, dass du bei Jean Pütz angefangen hast? Mit unter Jean dem Pütz? Praktisch gearbeitet? Nein, nicht unter, mit ihm. Wir haben zusammen Sendungen gemacht. Er hat immer eine Sendung gemacht, Hobbitek, mit der ich nie was zu tun hatte. Aber wir haben zusammen eine Sendung gemacht, die hieß Wissenschaftsshow. Und das war total süß. Total der wohnt schön. Ja in Köln, ne? Und ich Nein, der wohnte. Der wohnte in Köln, und ich bin auch Kölnerin. Ja. Und wenn man in Köln wohnt, hört man dreimal die Woche, was für ein krasser Stecher der genau ist. Genau das wollte ich auch gerade fragen. Das ist ein Megastecher. Ja. Wirklich. Und der hat mehr gefickt als gepisst in seinem Leben. Wirklich. Ich habe gehört von Nachbarn, die seine Nachbarn waren in Köln, der lässt extra immer das Fenster auf und schreit total laut dabei. Kannst also du das bestätigen? Die letzten beiden Aussagen kann ich nicht bestätigen. Ja. Den Rest schon. Also ich meine, da stand er zu. Ein Player ist das auch, ne?
er würde es wahrscheinlich anders formulieren. Er war ein Kind großer Freude und ihr könnt ihn ja mal einladen. Ich finde, der passt auch hier zu. Der würde sich heute unglaublich freuen, hier zu sitzen. Den würde ich auch wieder verwechseln mit diesem einen von der Höhner. Und dann... Nee, Black Föß. Das falsche Interview vorbereiten, schon wieder. Bist du nicht Henning von der Höhner? Ach du liebes Bisschen. Aber Sean Pütz ist ja hässlich wie die Nacht. Jetzt ist es ja bei Ranga so, der ist ja auch noch schlau und attraktiv. Und kann man den Zuspruch überhaupt kennen? Aber das hilft jetzt nicht. Na, ich bin verheiratet mit einer Frau, ich habe 4 Kinder und keine Affären. Also es ist wirklich saublöd. Echt blöd. Das ist ja blöd. Und was mich am allermeisten beängstigt, Herr Logisch, war, es ist hier ungefähr gefühlte 47 Grad. Und schauen Sie mal, wenn Sie mein T-Shirt mal gucken, schauen Sie mal hier. Bei Ihnen ist absolut... Das ist der alte Fußballtrainer. Der Inder transpiriert auch. Jan, du hast eine schlimme Krankheit. Ja, mehrere Kontinente. Bei dir? Ja, darf ich gucken? Ja, klar. Aber bei dir nicht so viel. Geht. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig. Aber Jan hat die derben Feierabendschablonen, heißt das im Maurerbereich, wirklich. Aber sind das die indischen Gene oder ist das einfach, haben Sie so ein Mittel genommen? Nein, ich glaube, das ist die falsche Abbildung der Kamera. Also ich transpiriere auch. Natürlich habe ich kein Jackett und keine Krawatte. Oh Gott, ist das warm. Und, aber ich finde das okay. Ich meine, wir können alle T-Shirts, wir steigern uns. Wie sieht das bei dir aus? Geht eigentlich. Aber hellblaues Hemd, Jan, ist natürlich der Nügelöffel. Es ist natürlich ein absoluter Fehler. Aber Charlotte hat zum Beispiel einen Trick, den hat sie mir erst viel zu spät verraten. Aha. Erst nach 3 Jahren unserer Bekanntschaft. Es gibt einen Trick, wie man nicht schwitzt. Ja. Nämlich. Wie? Viel Sport. Du kennst doch dieses Mittelaluminiumchlorid, was in jedem Deo drin ist. Ein bisschen Oxid. Aluminium. Wenn du Aluminiumchlorid im Deo hast. Und Oxid dann halt. Jetzt mach doch nicht unter. Moment, ich weiß alles besser. Was passiert, wenn man Aluminiumchlorid im Deo hat? Was passiert dann? Das ist ziemlich ätzend, glaube ich. Ja, also, Charlotte, ich glaube, da schwitzt er auch nicht mehr. Anderes Wort für Haarlack, weil ich sprühe mir immer Haarlack unter die Arme. Es klingt zwar wie Sau, aber ich habe wieder ein bisschen. Aber dann gehst du ja so die ganze Zeit. Wie, und das klebt dann zu, oder was? Ja, man muss am Anfang ein bisschen so machen und den Kleber rausmachen, aber dann kommt da kein Schweiß mehr raus. Muss man sich die Achseln rasieren dafür? Nee, muss man nicht. Kannst auch eine Frisi unterm Arm machen. Aber jedenfalls, du setzt das drunter und dann... Was ist denn das Zeug im Deo jetzt? Besserwisser. Also das Zeugs im Deo ist hauptsächlich... Also Aluminiumoxid wird normalerweise verwendet, das ist das eine. Und das zweite, was im Deo ist, sind viele Bakterientöter. Denn der Trick besteht darin, es ist ja nicht nur die Optik, es ist ja der Geruch. Ja. Und der Geruch, der wird über diese Bakterien... Frankenberger, ist das Das hängt davon abnehmen, wem du sitzt. Nee, gar nicht. Ich will auch mal, darf ich an dir riechen, Jan, weil das habe ich auch noch nie gemacht. Ja, mach ruhig. Ich brauche die Sendung als Schutz, um dir nachzukommen. Ich rieche auch mal Charlotte Roche. Das ist mit Aluminiumchlorid. Aber nicht, dass ich weiß, nicht, dass mich der Frankenberger schon wegen dem Gestank dann verklagt. Man ist ja auch... Ja. Mach mal den Arm hoch, Mann. Es gibt interessante wissenschaftliche Studien, die so gemacht wurden. Ja. Frauen mussten, das ist jetzt ernst, Frauen mussten Männer-T-Shirts riechen. Aha. Und dann hat man Folgendes festgestellt, Frauen, wenn sie sozusagen in der Phase sind, wo der Eisprung ist, also wo sie Zeug, dann bevorzugen sie Männer, die genetisch verschieden sind. Aha. Wohingegen Frauen, die, wenn sie nicht in dieser Phase sind, sagen eher zu einem Mann, hallo, der ähnlich ist. Das hat man rausgefunden, weil der Geruch verrät viel über unsere Gene. Also wir riechen uns den Partner. Man sagt ja auch, man kann ihn nicht riechen. Und du schmierst dann sowas drauf. Hast du eigentlich einen Freund, Michaela, an den du gerne riechst? Ja, klar, habe ich einen Freund. Wirklich? Ja, mittlerweile schon, ja. Was hält er denn davon, dass du so einen Job hast? Ist das nicht wahnsinnig schwierig als Mann? Also ich bin ja jetzt nicht Prostituierte oder Pornodarstellerin oder so. Ich finde meinen Job eigentlich noch relativ cool. Aber du musst dich öfter mit so Schmeißfliegen von der Bildzeitung zusammentun und denen halt deine Brüste zeigen, bei Bild.de oder sowas. Ja, aber es ist mein Job, meine Brüste zu zeigen. Also das verstehen, mache ich jetzt seit irgendwie, weiß nicht, 6 Jahren und das verstehen die Leute nicht. Es ist mein Job, ich bin Erotikmodell, Aktmodell, Glamourmodel, was auch immer. Mhm. Es ist mein Job. Hast du da noch Hemmungen oder geht das inzwischen so wie... Hab ich nicht, ich könnte jetzt auch. Ne? Ja, aber dann würden wir das sofort hier... Nee. Hast du Angst, ne? Entschuldigung, der Lanz hat auch gerappt. Der Lanz musste ja auch rappen. Jeder muss das machen, was er am besten kann. Obwohl, ich glaube, das hat viel mit... Dann müsste ich ja rülpsen hier. Aber ich habe noch so viele... Ich möchte, dass Markus Kafka in die Runde...
Gruppe mehr so, einbezogen wird. Ja. Es ist sehr unhöflich. Tut Markus, mir leid. Jan und ich, wir sind sehr, sehr schlechte Moderatoren. Und wir merken ganz lange nicht, dass einer länger nichts gesagt hat. Ja. Gute Moderatoren binden immer die anderen ein und sowas. Deswegen zeigen wir jetzt einen Einspieler. Man darf den sehr kleinen Markus Kafka nicht auf seine Größe reduzieren. Aber Herrgott, das Fernsehen ist ja so schrecklich oberflächlich, gerade hier in der digitalen Proletensparte von ZDF Kultur. Darum sei noch einmal betont, der Ingolstädter Junge Markus Kafka ist 2,10 Meter groß, wenn man ihn unter dem Mikroskop betrachtet. Seine mediale Lebensleistung hingegen passt auf keinen Objektträger. Der Moderator, Journalist und DJ ist, neben der volltätowierten Bumsbuchtante links am Tisch, wohl einer der letzten überlebenden Dinosaurier des deutschen Musikfernsehens. Als Moderator der MTV News wurde der Magister Artium der Theater- und Kommunikationswissenschaft bekannt. Als Buchautor und Musikexperte machte er sich einen Namen. Markus Kafka, Träger des Bayerischen Fernsehpreises 2011, ist bekennender Fan des FC Bayern München. Und darum stehe ich jetzt auf und der Beitrag ist zu Ende. Wer ist denn schon freiwillig Fan des FC Bayern München? Unverschämtheit. Wie kann das passieren? Also abgesehen davon, du kommst aus der Ecke, aber dass man nicht irgendwann im Alter dann doch das Fantum zum FC Bayern München einfach ablegt, weil es einfach... Nee, man legt nie ein Fantum ab. Also man wird da quasi reingeboren und dann bleibt es ein Leben lang. Aber es ist meine große Liebe, verstehst du? Die bleibt so immer einfach. Da. Aber fängt Schön. Man nicht an, die zu lieben, weil man denkt, die werden immer Erster und das ist ja jetzt auch schon lange vorbei. Nee, ich habe ja angefangen, die zu lieben, da war ich 4 oder 5, da waren die noch nicht Erster und ich habe sowieso nicht gecheckt. Das war halt einfach, das war halt einfach so, ne? Ich komme aus 60 Kilometer von München und da gab es eigentlich nur 3 Möglichkeiten. Bayern, 1860 oder Nürnberg. Die letzten beiden fallen aus. Du bist gestandener Musikjournalist. Wir haben letzte Woche ein Problem gehabt mit Max Herre, beziehungsweise Charlotte. Der ist aufgestanden und rausgelaufen und es war ganz unangenehm. Ist dir sowas auch schon mal passiert, dass du einen Star da getroffen hast, wo es ihm richtig wehtat und dann sowas passiert ist? Oder bist du zu gut vorbereitet dafür? Ich glaube, das hat mit Vorbereitung gar nichts zu tun. Patti Smith hatte einen schlechten Tag, als ich die interviewt habe. Die hatte einfach beschissene Laune. Und ich habe 1, 2 falsche Fragen gestellt, die sie sich im Vorfeld schon verbeten hat. Und dann hat sie gesagt, so, hier, Ende Gelände, reicht jetzt. Und dann habe ich gesagt, nein, bitte nicht. Und habe die halt belabert und dann ist sie noch da geblieben. Aber das Interview war trotzdem schlecht hinterher? Naja, ich habe mich gefühlt wie ein Haufen Scheiße, weil die so böse war zu mir. Und dann hat man mir gesagt, die hatte Nasennebenhöhlenentzündung, du kannst nichts dafür. Ach so. Ja, super Trost. Ich habe mich letzte Woche nämlich auch gefühlt wie ein Haufen Scheiße, als Charlotte Max Herre fertig gemacht hat. Ich habe die Sendung letzte Woche nicht gesehen. Was hast du ihm genau gesagt, dass du seine Musik nicht magst oder was? Oder dass er doof ist? Oder dass die Texte, die neuen Texte, schlechter sind und dass die ganze Redaktion aber wenn hier das so findet, ist, dass wenn er das so ist, früher waren ja die Texte besser, fanden wir alle. Und jetzt sind die schlechter geworden und dann habe ich gefragt, ob vielleicht früher die Texte geschrieben wurden. Von jemand anderem. Für ihn. Ja. Ist eine ehrliche Frage. Ich finde, sowas kann man ruhig mal fragen. Weil dann kann man ja auch zum Beispiel sagen, nee, das ist nicht so, Charlotte, du blöde Sau. Kann man ja zum Beispiel sagen, dann ist ja auch gut, aber da ging es richtig ab. Ich finde, dass Musiker generell von allen, die man so vermeintlich interviewen könnte, die größten Befindlichkeiten haben. Absolut. Du bist auch vollkommen recht. Aber du bist auch ein Sensibelchen eigentlich, ne? Nee, bin ich überhaupt nicht. Ich kritisiere auch andere Musiker und die machen mich dann so fertig. Ich habe mal gesagt, dass ich Juli so voll scheiße finde. Und dann kam die Sängerin zu mir. Das ist aber nicht so, wir müssen genug einstecken in unserem Leben. Ich so, mir doch egal. Ich finde scheiße. Ich muss auch viel einstecken in meinem Leben. Und dann hat die mit mir so... Ja, wir finden das nicht gut, dass du so redest mit uns und so. Und dann meine ich, na und? Ich finde, es ist wichtig als Musiker, dass man immer noch auch Fan ist. Wenn du nur noch Musiker bist und keine Kritik erträgst, es gibt genug Leute, die zu mir sagen, ich bin irgend so ein alberner Vogel, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber viele nehmen mich nicht ernst oder finden das doof. Damit musst du einfach leben. Wenn du dich in die Öffentlichkeit stellst und was singst, dann wird das nicht jeder geil finden. Und du musst lernen, damit zu leben. Aber trotzdem darfst du auch selber als Musiker sagen, was du gut und scheiße findest. Und das machen viele nicht. Finde ich auch. Und du hast ja noch das Glück, dass Max Herre ja so ein ziemliches Hemdchen ist und nicht
natürlich eine Armada von Schlägern noch hier mitgebracht hat. Bushido-mäßig. Ja, weil nämlich ich habe einmal gewagt, bei MTV Bushido zu kritisieren. Und ein paar Wochen später war der Echo und plötzlich standen vier so Kleiderschränke vor mir und haben gemeint, pass mal auf, du kleiner Scheißer. Wenn du nochmal sowas sagst, dann gehst du hier nicht lebend raus. Und ich so, was? Und das ist voll schlimm, dass so asoziale Typen so eine Assi-Lobby sich gebaut haben und man traut sich nicht mehr, was zu sagen. Das ist so. Und ja, das ist das Allerschlimmste. Das ist auch so, wenn du irgendwie einmal nur sagst, die bösen Onkels, das ist der dümmste Rotz an deutscher Musik mit geh dein Weg, bleib immer stolz und so, das sagst du einmal. Und dann schreiben dir 50 Leute auf Facebook, ey, die haben auch andere Texte und die waren nicht immer rechts. Das ist egal, ob die rechts waren oder nicht, die sind einfach scheiße. Das ist einfach eine dumme Art von Musik. Und sobald du das machst, ja, und sobald du das sagst, kommen da so 150.000 Assis, weil es gibt halt nur mal mehr Arschlöcher als gute Menschen auf diesem Planeten. Das ist Fakt. Und dann musst du gegen die Arschlöcher alle kämpfen. Deswegen muss man sich ab und zu zurückziehen, weil die kommen alle an. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Rammstein-Fan, um es kurz zu erzählen. Aber die Leute, die auf dem Konzert sind, die wissen nicht mal, wie man eine Banane öffnet teilweise. Das ist so. Na, und die Band ist voll geil, aber dann gehst du da hin und dann stehen da so Leute, die denken, das ist echt, die brennen wirklich in ihrem ganzen Leben und so. Ne? Und das ist so schlimm. Und du darfst heute nichts mehr sagen, weil wir leben in einer Zeit, jetzt kommen wir wieder zurück zur Religion, wo die viele Menschen, ich muss mal kurz ein menschliches Plädoyer halten. Ne? Ja, sehr gut. Also, viele Menschen wissen nicht mehr, woran sie glauben sollen. Religionen verschwimmen immer mehr und dann glauben sie in irgendeine Kackband und glauben, dass die Band ihr Leben ist und so. Das ist viel schlimmer noch als Religion, weil niemals wird der Sänger der bösen Onkels dir dein Leben richten können. Das verspreche ich euch, ganz ehrlich so. Ne? Und das ist einfach so schlimm, dass Leute das so als Lebensinhalt sehen. Ich finde einfach, Musik ist ein gutes Ding, um dein Leben zu unterstützen und du solltest das nicht zu ernst nehmen. Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe, aber das wollte ich schon lange sagen. Das ist doch deine Erfahrung. Also du warst ja schon beim Musikfernsehen. Ja. Egal, sorry, ja, ja. Du warst ja schon beim Musikfernsehen, als ich sozusagen dahin kam. Das heißt, du hast ja noch vor mir hunderte Musikinterviews gemacht und dann, als ich weg war, warst du ja auch noch da und hast immer weiter Musiker interviewt. Die nehmen sich doch viele sehr, sehr ernst. Und wenn man nicht ein totales Promo-Interview führt über, oh, wie toll war der Produzent und oh, wie toll du deine Klampfe gespielt hast, werden die sauer. Also die haben keine Selbstironie. Und je jünger die sind und je mehr Erfolg sie in jungen Jahren schon haben, umso humorbefreiter sind die. Es geht dann nach hinten raus, wird es entspannt, wenn man so Leute wie Phil Collins interviewt zum Beispiel, der sich einfach nichts mehr beweisen muss. Aber lebt er noch? Ja, ja, der lebt noch, aber der Arme ist taub. Eine ganz junge Freundin, ganz noch jünger als die von John Pütz, wirklich. Also die beiden... Ist auch schon wieder Schluss, er hat nur noch seinen Hund jetzt. Ach so, echt? Ja. Alter, ich finde was Neues. Hund ist in Israel. Ist das denn nicht illegal? Na? Er guckt mit dem nur fern, er macht sonst nichts. Ganz kurz, ich habe einen Zettel reingereicht bekommen. Michael möchte, dass Markus nochmal wegen der Cross-Promo sagt, Number One, morgen am 17. bei ZDF Kultur. Ey, ja, hä? Wieso sagst du denn nichts? Du hast eine Sendung bei ZDF. Du bist doch ZDF unser Kollege. Kultur. Ja, und wegen Cross-Promo sollst du Number One einfach nur einmal sagen. Number One. Gut. Und was machst du da? Die Leute interviewen. Also. Musiker, ne? Ja. Echt leid. Nee, also, kommt Phil Collins auch? Phil Collins war in einer der früheren Staffeln. Jetzt haben wir denn? Sting, oh. Patti Smith. War ein scheiß Interview, habe ich gehört. War ein scheiß Interview. Marilyn Manson. Oh. Die Ärzte. Oh. Oh. Fein Urlaub, schwieriger Typ. Fein Urlaub gar nicht ist ein schwieriger mal. Typ. Nee, ist gar ein super Typ. Super Typ, aber wirklich nett, aber doof. Wie geht das denn jetzt eigentlich weiter mit dem Prozess? Wollt ihr nochmal irgendwas versuchen, irgendwie gegen uns anzustrengen? Ja, oder bitte hör doch auf mit dem Quatsch. Ja, genau, hör auf mit der Scheiße. Das macht dich nur so wichtig. Guck mal, wie nett. Gibt wir viel sind. Schlimmere Sachen. Dann mach doch auch mal nette Sachen. Ja, aber wir machen doch total nette Sachen. Ja, genau, und verbannt zum Beispiel die Aschenbecher hier. Warum? Nee, das geht ja nicht, weil es wird ja geraucht. In der Sendung. Das Ding ist halt. Markus, zünd dir doch mal eine an jetzt bitte. Wirklich zum Ende der Sendung. Okay. Also, es sieht auch wirklich geil aus. Sieht aus. Sofort wieder, ich mache hier nur ein bisschen raus, so Helmut Schmidt. Ich wusste hier zwischen, mache ich so, dass du das nicht abbekommst. Er sieht aus wie der junge Marlon Brando. Damit deine Mutter heute Abend nicht fragt, warst du in der Kneipe, Sebastian? Du riechst so komisch. Liebe Kinder, das ist jetzt halt eigentlich nicht es gut, keine das Kinder öffentlich-rechtliche zu. Fernsehen. Wir sind beim das sieht gut aus. Euer Zielgruppe ist doch 14 bis 29. Was? So ein Quatsch. Nee. Unsere Sendung läuft um 22 Uhr. Das hat mal euer Produzent vorher gesagt. Unser Produzent. Wir haben gar keinen Produzenten. Olli, wird rückfällig. Hier werden die ganze Zeit Brüste gezeigt. Das gucken keine Kinder. Olli, wird rückfällig. Das Apropos. Das ist nicht gut. Apropos. Komm zum krönenden Abschluss. Michaela, bitte. Oh Mann. Oh, das riecht so gut. Riecht ihr gerade den Rauch? Sie hat gesagt, sie will es machen. Ich sag ja nicht, mach das.
Ey, dann gehe ich aber. Ich möchte in keiner Sendung sein, wo die Titten gezeigt werden, ganz ehrlich. Also, das ist nicht meine Welt. So, da bin ich dann. Ja, aber doch nur, weil man nicht weiß, also man ist so aufgeregt, weil man nicht weiß, wie man damit genau, umgeht. Genau, wie man damit umgeht, da bin ich dann leider doch verklemmt. Ich stehe, also ich habe jetzt eigentlich eine gesunde Sexualität, glaube ich. Aber wenn jetzt neben mir jemand so seine Möpse zeigt, dann würde ich auch nicht so, ja. Weil man kann ja in dem Augenblick auch nicht, ich meine, die Kameras laufen, das Publikum, was soll ich denn machen? Soll ich dann klatschen oder soll ich die anfassen? Was soll man dann machen? Das ist so eine Sache. Ja, vielleicht gehen wir es mal theoretisch durch. Was hätte man denn machen müssen? Also, wie würdest du dich am wohlsten fühlen? Wie wäre es am besten fürs Bild? Was muss man machen, wenn du die Brüste blank ziehst? Mich fragen, ob man ein Foto darf mit mir. Ein Foto. Das ist, kann ich ein Foto? Ist das, sind die dafür echt? Nimmst du dann Geld, ja, oder was? Keine Ahnung. Und sind die echt, soll man auch fragen. Ist das Foto? Ja, die meisten Fragen sind die echt. Sind die echt? Mhm. Ja. Aber darf ich kurz noch mal sagen, dass, falls Sie, liebe ZDF-Kulturzuschauer, meinen, dass Sie schöner sind als Olli Schulz, Michaela Schäfer, Markus Kafka, Ranga Yogeshwar und Sebastian Frankenberger zusammen, dann können Sie gerne teilnehmen an dieser Sendung, indem Sie einen Screentest uns schicken, sich einfach eine Minute lang filmen, das Ganze hochladen und uns den Link schicken. Das Ganze sieht dann unter anderem so aus. Und dann, wenn Sie eventuell auch noch die Brüste blank ziehen und wunderschön sind, dann werden Sie eingeladen in die Sendung und können hier teilnehmen und vielleicht auch so Stars wie Sebastian Frankenberger mal nach seiner Meinung zum Thema Alkohol fragen. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Vielen Bis Dank, Michaela Woche. Schäfer. Vielen Dank, Ranga Yogeshwar, Olli Schulz, Markus Kafka, Sebastian Frankenberger. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Jan. Danke, Jan. Michaela Schäfer war ultra sympathisch. Leider richtig gut, ne? Ja, ich mag die wirklich gerne. Die ist die ehrlichste am ganzen Tisch. Olli Schulz war auch sehr ehrlich. Eigentlich waren alle sehr ehrlich heute, außer unser Kathole hier rechts neben mir. Ich weiß nicht, ich hätte gerne, ich hätte auch nicht gerne mit ihm weiter diskutiert. Nein, bitte, war total wirklich, das, auch immer wieder zu dem zurückzukommen, der hat viel zu viel Raum bekommen. Schon am Anfang, das reichte, das ist okay, ne? Ich habe dich ja dann unterbrochen, weil ich dachte, nicht schon wieder mit dem mit der Kirche diskutieren. Ich finde diese Cross-Promo-Geschichte nicht gut. Ja. Ich finde, wir machen, wenn sowas ist wie Markus Kafka, der ist nett als Gast und so, aber dann sollen wir nicht, finde ich, dann sollten wir nicht so aufdringlich Werbung machen. Ich finde, das ist uncool. Weißt du warum? Wir haben ja eigentlich im Vorfeld vor der allerersten Sendung gesagt, es gibt gar keine Promo-Gespräche. Es gibt eigentlich gar keine Promo-Gespräche. Wir halten uns gar kein bisschen daran. Also ich finde, dass so offensichtlicher Cross-Promo-Werbungsscheiß ist kacke. Ja, aber dann müssen wir in Zukunft allen Gästen sagen, es gibt gar keine Promo. Also die können ja versuchen, das reinzukriegen, aber wir machen gar nichts. Hm. Ich würde sagen, Olli Schulz ist der King. Deutschlands beste Entertainer, nach wie vor. Hat der schon eine eigene Sendung? Ja, ne? Ja. Sonst müsste der nämlich eine oder mehrere kriegen. Der ist der Hammer. Er ist der absolute Hammer. Ist der absolute Aber ich glaube, Klaas und Joko lassen den nicht nach oben kommen. Ist so. Ja. Würde ich aber auch nicht an deren Stelle. Die spannen so eine gläserne Decke über Olli Schulz, damit der nie hoch kann. Aber wenn ich irgendwie Entertainer wäre und so langsam auf die 60 zugehen würde und mir Nachfolger suchen würde, ich würde Olli Schulz nehmen. Ja, vielleicht kann er sich ein bisschen das Gesicht machen lassen. Ja, vielleicht kann er sich Brüste ins Gesicht machen lassen. Ein bisschen symmetrischer, weißt du? Ja, vielen Dank. Ja, bis nächste Woche. Ja. Kommst du? Ja. Ich mal sehen. Ja, ich kann es auch alleine. Ich gehe noch ein bisschen feiern. Ciao. Alles, liebe Zuschauer, hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Übrigens, liebe Zuschauer, wenn Ihnen unsere Deko gefallen hat, dann schauen Sie doch einmal in die neue ZDF-Show von Richard David Precht hinein. Die sieht fast genauso aus. Also dann denn, gut's Nächtle, Ihr Dr. Helmut Kohl. Thank you.
She wore blue. Was the night.